Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Let's Play zu The Surge. Ohayou gozaimasu, okenki desu ka? Oh, falsches Let's Play, da war ich in Gedanken noch woanders. Nein, wir sind bei Folge 3 von The Surge Let's Play by me, Jörg Langer, hier in München. Und gleich auch noch mit Kopfhörer. Und ich habe es ja am Freitag angedroht. Ich höre nichts. Warum höre ich nichts? Moment. Oh, weil das ja leise ist. Ich habe es ja am Freitag angedroht. Ich mache jetzt den Boss da fertig, oder? Gucken wir mal. Danke auch an wertvolle Tipps, die ihr mir gebt, wie zum Beispiel die ersten 2 Stunden durchzuhalten. Was glaubt ihr, was ich alles durchhalte? Gesteigert habe ich mich, mir ging es auf Anhieb nicht. Altmetall 0, weil ich es eingelagert habe. Und da geht's durch, genau. Komm her. So. Ah, wenn man schon steht, ne? Okay. So, was habe ich denn alles? Genau, das war dieses Schleichende. Vielleicht nehme ich das mal einmalig und gehe dann auf das Viech los. Es ging hier durch, nicht auf, genau, und da nochmal durch, nicht auf die radioaktiven Pfützen treten. Und dann gab es hier eine Drohne. Genau, die ist da hinten. Und ich glaube, die konnte ich besiegen, ohne dass das große Vieh auf mich aufmerksam wird. Sind wir uns da so sicher? Und dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Ihr könnt mir zurufen. Ah, da dürfte ich sehr gut schaffen. Ja, so. Gar nicht getroffen. So. Und nicht gleich gegen das Ding hier drauf gehen, gell? Das ist zu peinlich. Jetzt, so. Und weg, 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 weg. Das soll gar nicht erst auf mich aufmerksam werden. So, Schritt 1. Und nach Schritt 1 kommt Schritt 2. Was macht denn eigentlich mein tolles Visier? Keine Ahnung. Ach je. So, so. Und jetzt gucken wir nach einer verwundbaren Stelle. Wahrscheinlich ist das Ding nicht schwer. Das ist der erste größere Gegner, den man findet. Das ist total easy. Okay. Also, 10 Meditationsstufe 10 erreicht, meine Augen tränen jetzt mal ohne Witz. Das sind die erwähnten Glückstränen beim Crowdfunding. Seht ihr, wie ich gerade krass trainiere? Ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe Angst. Egal. So. Also. So. Linkes Ohr, rechtes Ohr, alles bereit. Ich mache nur Schau. Okay, also los geht's. Und da haue ich jetzt mal so richtig drauf. Und dann habe ich mir gedacht, renne ich weg. Ja, das ist meine Strategie. So, komm. Und, oh, das hat was gebracht, das hat was gebracht. Der ist zusammengesackt. Und jetzt weg, 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 weg. Ich weiß nämlich aus unserem geilen Vorspann, wo unser Praktikant Hagen tatkräftig mitgeholfen hat, kommt er, weiß ich, und da ist das andere Bein, weiß ich, dass der irgendwann mal so ein Wumm, Wumm macht und da bin ich sofort tot wahrscheinlich. So, was mache ich jetzt? Jetzt macht ihr erstmal gar nichts. Ich habe eine Idee, jetzt renne ich an dem vorbei. Ja, seht ihr, seht ihr? Geh an dieses Bein und hau nochmal drauf. Ach ja. Da ist er mir auf den Fuß leider getappt. Naja. Also, nur einmal zuhauen. Oder mit dem schnelleren Hieb. Ich glaube, das ist blöd. Ich habe den harten, den Hieb da verwendet. Und ich glaube, es wäre schlauer, wenn ich den schnelleren mache. Dann zweimal drauf und wegspringen. Der ist ziemlich langsam. Ich glaube, das schaffe ich. Sie geben Acht auf dich. Ja. Ich muss jetzt nur meine Ungeduld zügeln. Dass ich, jawohl, und beide gut getroffen, dass ich nicht gleich wieder, Irgendwas könnte ich da machen, was aber gerade nicht geht. Gut.
dass ich nicht gleich wieder gegen die Standardgegner drauf gehe. So. Die könnte ich natürlich auch noch schaffen, ohne Schaden zu nehmen, wenn ich etwas geschickter wäre. Aber ich glaube, ich hab's. Versuchen wir es mal. So, die Drohne ist wieder da, schätze ich. Ja, brav an ihrem Platz. Komm her. Diesmal machen wir das hier oben. Jetzt ist die gedeckt da. Oh, der hat mich schon gesehen, aber nicht getroffen. Gott sei Dank. Weg, 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 der kommt. Weg! Warum kommt er denn jetzt, der Scheißkerl? Mal kurz hier auslocken. So. Jetzt hat sie geschossen. Das war jetzt blöd. Achso, der ist wahrscheinlich, weil ich ihn. Nee, oder? Es ist der jetzt auf mich aufmerksam geworden, weil ich ihn letztes Mal angegriffen habe. Nee, habe ich doch schon mal. Weg, 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 weg! Oh, das war knapp. Holla, die Waldfee. Und nicht durch die Radioaktivität laufen, Jörg. Ansonsten war dein Plan schon gut. Welcher Plan nochmal? Der Plan, hier immer wieder wegzugehen. Ich darf nicht in dieser Paste stehen bleiben. Hallo, ich sehe dich, aber du siehst mich nicht. Warum ist denn jetzt so aufgeregt gerade? Das war doch gerade nicht. Oh. Aber ich glaube, eigentlich war mein Plan sehr gut. Nämlich schnell an ihm vorbei und dann hauen und dann weg, 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 er kommt. Ja, jetzt gehst mal weg. Ist da oben was, wo ich weggehen kann? Gott sei Dank. Ja, wenn er jetzt hier hinkommt, bin ich tot. Wenn nicht, dann kann ich hier stehen bleiben. Ich habe keine Ausweichmöglichkeit. Hier ist nichts mehr. Also immerhin, er hat schon irgendwie so 15 bis 20% seiner Lebenspunkte verloren. Leute, das schaffe ich. I will sell this house today. Aus welchem Film? American Beauty. So, und nur hat es eine Frau gesagt. Mir fällt die Schauspielerin gerade nicht ein. Was ein bisschen peinlich wäre, wenn ich jetzt nicht so an ihn ran käme. Ich glaube, ich lock mich mal aus, oder? Oder? Was mache ich jetzt? Ich glaube, auf seine Füße ist. Ja, ich mache es auf seine Füßchen. Okay, gucken wir mal, was passiert. Yay, yay! Okay, das passiert. Gut zu wissen, dass das passiert. Aber ich habe es überlebt. Ja. Und dran denken, ich muss hier mit zuhauen. Okay, komm, wird er nicht besser. Ja, es ist heruntergefallen. Aber ich bin hier auch wieder in irgendwas drin. Komm, komm, lass mich weg. Ja, weg, weg, weg. Andere Richtung. Und hier kann er mir, glaube ich, nichts tun. Ja, ich würde mal sagen, ein Viertel habe ich schon. Ich meine, nehmt euch eine Tasse Tee, lassen wir uns alle ein bisschen Zeit, aber ich glaube, wenn ich immer wieder wegspringe, nicht in so einen Wumm reinkomme und er mir nicht auf die Füße tritt, dann schaffe ich das. Ja, ich glaube. Fuck, oh, fuck! Entschuldigung, das ist so aus mir rausgebrochen. Naja. Der muss doch zu schaffen sein. Ich habe da nur noch keine richtige. Wie soll ich sagen? Schönen Ich habe noch Tag, nicht Warren. erkannt, wann er dann diesen schweren Angriff macht. So. Aber diesmal machen wir es besser hier. Genau, man kann nämlich auch so ausweichen, gar nicht verboten. So, jetzt hat er mich. Warum, Mensch? Ich wehre euch ab und dann wehre ich euch halt nicht mehr ab, sondern hau nur drauf. Mein Gott. Jedes Mal dieselbe Kacke, Entschuldigung. So, dann heilen wir uns mal mit dem hier. Das lohnt sich jetzt richtig, bis ich beim Gegner bin. Vielleicht muss ich auch diese Heilung einschalten, während ich kämpfe, damit ich so im Zweifelsfall gerade noch mal schaffe. Also mir ist auch mein Altmetall völlig egal. Ich möchte jetzt nur diesen Gegner plätten. So. Weg. Ich muss weg. Und zwar richtig wegho. Wegho, wegho, weg, weg, wegho. Ah, hier hänge ich irgendwo. So.
Ja. Nur die Ruhe. Ja, jetzt kommt sie. Das ist gut, weil hier, glaube ich, bin ich sogar vor dem Rundumschlag sicher. Wenn nicht, merken wir es gleich. So, erste kleine Hürde genommen. Schritt 1. Fehlt nur noch Schritt 2. So. Okay. Da kommt er gar nicht an mich ran. Okay. Also ich muss an ihm vorbei. Aber warum ist denn der? Der war doch beim ersten Versuch vorhin, also jetzt dieser Folge, war doch längst nicht so aggressiv drauf, oder? Was ist denn da passiert? Jetzt wartet mal, was? Jetzt mache ich noch was anderes. Nee, nach dem nächsten Tod mache ich das. Ja, das ist natürlich Schwachsinn, ihm da drauf zu hopfen. Danke. Toller Versuch. So, dann heilen wir uns. So, aber jetzt hierhin, dahin, zweimal gesprungen und jetzt hier drauf. Nee, ich wollte weg, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Herr Langer, das war nicht schlecht. Irgendwie war das nicht schlecht. Ich glaube, ich muss ihm auf seine Beinchen hauen, weil dann sackt er so runter. Vielleicht macht das aber auch nur, um mich zu täuschen. Und dann kann ich ihn dominieren. Wisst ihr, so dominieren, wie wir. Ja, dreh mir nur den Hintern zu. Ein giftiger kleiner Kerl. So, aber jetzt, ich glaube, jetzt zieht er mich nicht mehr, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm. Nee, 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 was macht er jetzt? Er sucht mich. Er haut mich. Er tötet mich nicht. Weg da, weg da, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Täuscht er da oder was macht er da? Noch sind wir im Rennen. Jetzt machen wir mal dieses Ding hier. Darauf zurück. Und dann versuche ich nach hinten. Das ist doch das. So. Jetzt weg. Jetzt musst du weg, Jörg. Jörg, jetzt musst du weg, sonst bist du tot. Ja, gut gemacht. Ich bin weggekommen. Ich weiß nicht genau, wo ich hingekommen bin, aber ich bin weg. Okay. Das Altmetall vom letzten Mal ist jetzt weg. Who cares? Immerhin, also ein bisschen. Jetzt bin ich wieder da, wo ich gerade war. Wenn halt irgendeine Beschriftung käme, ich weiß nie, jetzt, ich weiß nie ganz genau. Jetzt belauern wir uns. Er hat auch Respekt vor mir, so ein bisschen. So, jetzt dahin und springen, komm. Komm, Jörg, spring! Oh, jetzt bin ich, glaube ich, hier eingekesselt. Das wäre nicht gut. Und hier nochmal drauf. Und jetzt weg. Jetzt musst du weg. Jörg, jetzt musst du weg, sonst bist du tot. Weißt du, tot? Ja, genau. So. Ah, das ist vor 50%. Leute, das wird was. Ich bin hochmotiviert und geduldig. Merkt den Unterschied zu letzten Freitag? Riesenunterschied. Das Zen-Training am Anfang. So. Na, er lauert so ein bisschen, gell? So fast so bisschen diabolisch, könnte man fast sagen. Jetzt weg, 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 geh weg, geh weg, du! Ah, Facko. Na, das war schwierig jetzt. Und jetzt komme ich hier aus dem Scheißteich nicht raus. Das war unnötig, sag ich euch, weil so brauche ich nicht weitermachen. Ah, wann lädt denn sich der Scheiß wieder auf? Entschuldigung. Das war es leider. Das hat meine Euphorie ein ganz klein bisschen gebremst. Aber. Nee, ich muss weg. Ich habe keine Dings mehr. So. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Aber, der ist zu knacken. Ich meine, er muss ja zu knacken sein. Der steht hier direkt am Anfang irgendwo rum. Bei Benjamin meinte er, den erst später geknackt. Er hat den gar nicht gesehen. Ich habe halt gesagt, bis wohin ich es geschafft habe. Mir aber keine Tipps wirklich gegeben. So. So, jetzt schlage ich immer wieder aufs Beinchen. Aufs Beinchen schlagen war gut. So, und jetzt aber weg. Jetzt musst du weg, Jörg, sonst bist du tot. Schade. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Könnt ihr euch an Aldrich erinnern?
Dark Souls Live Twitch Stream. Ich habe ohne Probleme 50 Mal den Tod gesucht und war immer noch der Meinung, es zu schaffen. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Halt die Klappe. So. Jetzt mal hier, ohne dass ihr mich gleich. So, jetzt habe ich nämlich nur eine angelockt. Das müsst doch mal hier. Jetzt kommt die andere. Kann ich es mal einmal schaffen, ohne mir hier gleich die Hitpoints runterzählen zu lassen? Einmal nur! Warum ist das so wichtig? Weil wenn der andere Knilch mich einmal trifft und ich hatte volle Hitpoints, kann ich es gerade so überleben und so überlebe ich es nicht. Darum muss ich gleich mal eins von sechs wertvollen Health Injections opfern. Das ist ärgerlich. Und ich habe das doch schon geschafft, ohne Schaden zu nehmen gegen die. Also manchmal kapiert man es auch nicht. So, jetzt nicht hier durch den Tümpel. So, da ist sie. Versuchen wir sie mal zu locken. Ja, genau. Hol dir gleich den nächsten Schaden ab. Das war jetzt gut, oder? Habe ich kontrolliert gemacht. Und jetzt kommt das blöde Vieh und wird von mir sauber abgeklärt, gemordet. So, ich glaube, wenn das so ist, ist er was denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, wenn er die Schnauze im Boden hat, dass ich dann vielleicht kommen kann. Da muss ja irgendeine Gesetzmäßigkeit geben. So, jetzt locken wir mal. Ja, jetzt gehen wir auf seinen hinteren linken Fuß. Das schön. Nein! Das Schöne ist ja, dass ich eingeloggt bleibe. Okay. Ja, das war so mit Ansage. Der hat schon angefangen, aber was wisst ihr manchmal, wie es ist? Dann seid ihr schon losgesprintet. Siebter Versuch, jawohl. Oder sechster? Pass auf dich auf. Wenn ihr glaubt, dass ich was anderes mache in dieser Folge, als gegen dieses Viech anzurennen, dann schaltet besser gleich mal weiter. Ja, komm. Ich glaube irgendwie, wenn ich die mal schaffen würde, ohne diesen beschissenen Anfangsschaden zu nehmen, dann würde ich in derselben Sitzung auch sofort den Gegner schaffen. So, aber jetzt mal wieder. Ich bin nämlich, habt ihr das vielleicht gemerkt, ich war so die ersten 1, 2, 3 Versuche relativ cool. Und jetzt bin ich so, gleich wieder hin, kaputt machen. Und das ist nicht richtig. Man muss schon ein bisschen da überlegt und gezielt vorgehen. So. Aber ich glaube, so am Anfang diese Drohne ausschalten. Wo ist die denn? Ach, da hinten. Hallo. Ich darf jetzt nur nicht in diesen Teich da fallen. So. Naja, ich bin leider reingefallen, aber gerade ist noch meine 30 Sekunden Frist von dieser alten Injection. Die warte ich jetzt noch ab, bis ich hoffentlich ganz aufgeladen bin. Und jetzt habe ich ihn mal wieder. Das ist sehr gut. Das war beim ersten Versuch heute so, genau. Genau, jetzt bin ich vollgeladen und jetzt gehe ich auf sein Füßchen. Ganz ruhig. Naja, wir brauchen noch nicht übertreiben, oder? Und jetzt weg. Ja, aber hier bin ich ja in Sicherheit. Das hat es überhaupt keinen Schaden gemacht. Aber immerhin habe ich seine Aufmerksamkeit. Okay, das hätte ich vielleicht gleich nachsetzen sollen, oder? Weil er scheint so ein bisschen auf den Boden geknallt zu sein, oder? Ist das Antäuscherei? Na, gucken wir mal, was passiert. Okay. Das Gute ist, er hat mich jetzt gerade nicht getroffen. Das Schlechte ist, dass ich jetzt gerade
Vielleicht muss ich auch an ihm dranbleiben. Ich glaube, wenn ich vielleicht an ihm dranbleibe. Ja, ja, er wird ja erst gefährlich, wenn er mich eigentlich anvisieren kann. Ich glaube, das könnte so ein bisschen sein. Okay, ich werde ihn jetzt mal versuchen zu umkreisen. Aber er hat sich ja auch einmal schon auf mich, beim allerersten Versuch wurde er auf mich draufgesetzt. So, das war ja auch nicht so ganz gesund. Ja, und was ich natürlich vergessen habe, da bin ich aber wirklich nun echt selbst schuld. Ich wollte mich ja eigentlich nach dem nächsten Tod in der Medbay, wollte ich mir dieses Pling-Pling-Dings rausholen. Und stattdessen mir noch einen Schadensverstärker oder sowas geben. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist blöd. Da war ich, ich hab's gemerkt und ich bin nicht mehr weggekommen. Da hat er jetzt wirklich auf mich gelauert. Gut. Ja. Ja, da kommt er jetzt auch immer wieder. Macht er das sofort wieder. Ja. Jetzt ist er in so einem richtigen... Wie komme ich denn da wieder raus? Ich habe gerade was gesehen. Pass mal auf, hier. Da kann ich doch rein, oder? Da kann er mir nichts tun. Ich meine, es ist eigentlich nur Wellblech. Aber ich glaube, das sieht er mich nicht. Ich habe so das Gefühl, der hat mich vergessen, oder? Der hat mich völlig vergessen. Okay, aber jetzt... Komm, Kleiner. Und jetzt weg, weg, weg. Du musst weg, Jörg. Da rein und weg. Ich glaube, das ist der Trick. Ja. He doesn't see me. He forgets me. Und dann kann ich... Nee, ja, leider. Leider nicht. Aber ich bin hier sicher. Fragt sich nur... Wie lange? Okay, komm. Wer nicht wagt, der nicht verliert. So. Nicht, dass der sich wieder heilt mit der Zeit. Okay. Jetzt geht er. So. Ja, aber ich bin sicher, Gott sei Dank. Soll ich aber vielleicht trotzdem weg? Falsche Richtung. Halbe Hitpoint-Zahl, Leute. Das schaffen wir. Ihr müsst fest... an mich glauben. Ich glaube auch an mich. Gut, ich tue es ohne jede Begründung, aber ihr habt vielleicht mehr Expertise. Komm, das schaffen wir. Geh da weg. Und jetzt hier mal drauf. Und weg, weg, du musst weg. Sonst, oh, das war knapp. Gott, war das knapp. So, und jetzt bin ich auf meinem letzten. Ah, bleib da drin. Das wäre jetzt schade. Der hat echt nur... drauf gewartet gerade, der kleine Scheißkerl. Und er hat immer noch zu viele Hitpoints. Für meinen Geschmack. Und jetzt musste weg. Ja, aber wir sind schon bei über 50%. Dummerweise habe ich meine Heildinger bis auf einen aufgebraucht. Geh da rein, geh da rein. Ja, ein Drittel. So weit waren wir noch nie. Ich höre keine Musik mehr. Ihr? Nö. Wie lange haben wir schon gespielt hier? Ich habe gar nicht geguckt. Egal. So. Jetzt komm. Nicht drauf reinfallen. Weg, weg, weg. Du musst jetzt weg. Jetzt musst du weg. Ja, ja. Ja, das wird was. Leute, das wird was. Nein. Ich hab's gemerkt.
aber zu spät. Scheiße! Scheiße! Ah! Alles gut. Ich habe mich nur aufgeregt. Aber es ist doch schon ärgerlich, wenn man so gut dabei ist und dann springt man in den nächsten radioaktiven See. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Komm, beide. Nein, ich werde es in diesem Leben nicht mehr schaffen, die ohne Schaden zu besiegen. Das habe ich doch schon geschafft, verflixt nochmal. Ich muss aber doch mal gucken, wie lange ich schon gespielt habe. Es wäre schön, wenn ich es hier irgendwo sehen könnte. Warum kann ich das nicht sehen hier? Moment. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Ich schätze so eine halbe Stunde bislang. Könnte hinkommen, oder? Okay. Also. Ja, hier kann ich mal mein Altmetall aufheben. Und jetzt beschießt mich das Scheißteil von da hinten schon. Und der wird noch nicht auf mich aufmerksam. So, gut. Dann, gut, das brauche ich ja immer. Also. Und ich habe wieder nicht dran gedacht in der Medbay. Hat ihn das irgendwie gestört? Hat er es überhaupt gemerkt? Ich glaube, das hat er gar nicht gemerkt. So schwächlich war dieser Angriff. Er hat schon gemerkt. Vielleicht kann ich ihn anlocken. Ja, komm her. Ich weiß zwar nicht, warum ich ihn anlocke, was daran vorteilhaft wäre. Ja, ja. Da, es gibt da schon eine Warnung vor. Dieses, da hat man noch einen Moment Zeit. Ich bin so blöd. Jetzt, komm. Nee, es war kein guter Moment. Ey, ich wollte doch da reinlaufen. Was hat man das denn erlaubt, dass du mich dann am Eingang noch abfängst? Es wird keine gute Runde, weil ich jetzt einfach schon hier voll den Schaden habe, also nicht den, den ich im echten Leben vielleicht habe. Und jetzt merkt er gar nicht, dass ich hier bin. Okay, immerhin 28 Schaden. Und weg, jetzt musst du weg, Jörg. Weg! Nee, ich glaube, vielleicht doch dranbleiben. Ich habe nur Angst vor diesem weißen Zeug, wisst ihr? Hallo? Macht Spaß. Oh, das macht nicht so viel Spaß. Okay, das war's. Da bin ich jetzt natürlich nochmal davon gekommen. Ja, ich weiß, ich muss mich heilen. Moment, so. Nee, das wird keine gute Runde. Und leider ist auch nicht so, dass man dem quasi im Springen ausweicht. Okay, jetzt bleibe ich mal dran an ihm. Und versuche einfach so um ihn rum zu... Strafen. Das habe ich nämlich am Anfang mal probiert. Nach dem Motto, wenn er mich nicht sieht, tut er mir vielleicht auch nichts Schlimmes. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ah, aber dann macht er dieses Runtersetzen mit seinem Hintern. Okay. Erstens, ich werde mich jetzt in der Medbay steigern. Also ein Implantat nehmen. Zweitens, ich versuche an ihm dran zu bleiben. Aber vom Hintern weg ist eh immer eine gute Idee, vom Hintern wegzubleiben bei großen Kampfrobotern. Und dann werde ich ihn jetzt legen. Ich bin echt guter Dinge. Ihr werdet es erleben. So. Genau. Ach, das sind meine gespeicherten. Genau, die bringen aber gerade nichts. So, dieses nervige Distanzsensor, den kann ich nämlich durch ein
zusätzliches. Ach, ich kann mir noch einen Vitalboost, hä? Nee, doch. Ich glaube, wenn ich es richtig kapiere, kann ich mir. Ah nee, es steigert einfach meine Lebensenergie. Okay, aber das ist ja auch nichts Verkehrtes. Dann der Monitor. Ja, es hilft schon zu wissen, wie viel er hat. Soll ich vielleicht lassen. Was ist das? Verbrauch der Steckimplantat, verlangsamt Lieferverlust. Also soll ich das mit dem hier? Ich habe das Problem, es ist gar nicht so sehr die Energie als meine Lebensenergie. Aber 25% weniger Energieverlust klingt schon gut und ich muss auch immer wieder wegspringen. Nee, dann habe ich jetzt immerhin 13 Lebenspunkte mehr. Das mag ja im Zweifel den Ausschlag geben. Oder aber, vielleicht wäre das die bessere Idee, dass ich mehr Schaden mache. Ich glaube, im Zweifel ist das fast wertvoller. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal so. Das andere ist, wenn ich mir mal die Mühe machen würde, mein Zeug aufzusammeln, würde ich mit wenig mehr Punkten, nämlich zum Beispiel mit den 360, die da gerade verloren gehen in 2 Minuten 30, wobei, schaut mal, die zählen gar nicht runter. Ah, vielleicht zählt die erst runter, wenn ich hier rausgehe. Das wäre sehr fair. Ja. Okay, jetzt soll ich mir die mal holen, glaube ich, und dann zurück kommen, weil dann, nee, ich mache es noch viel einfacher. Habe ich es tatsächlich jetzt geschafft? Ich habe es jetzt tatsächlich endlich mal geschafft, die Dinger ohne Schaden zu besiegen. Wahnsinn. Was ja eigentlich hieße, dass ich es jetzt packen muss, oder? Weil eigentlich könnte ich mit diesem Altmetall zusammen mich nochmal eine Stufe steigern. Das schadet sicherlich auch nicht. Jetzt gucken wir mal, ganz ruhig. So, der schießt jetzt ein bisschen. Oder kommt sonst irgendwie angeflogen. Komm, weg, weg, weg. Das soll ruhig schießen. Ja, ja. Lang der große Macker. Ja gut, das war jetzt scheiße. Aber immerhin. So. Da ist das Altmetall, das kann ich mir sogar holen, ohne dass der das merkt. Super. Und dann würde ich einmal den Weg zurückfinden. Weil es ist immerhin 540. Und mich noch einmal im Level hochsteigern. Dann sind zwar die Gegner wieder da, aber herrje. You will never leave. Schön, dich zu sehen. So. Genau, immerhin 19. Bei 25 kriege ich das nächste Implantat, aber vorher legen wir jetzt den Gegner. Und zwar speichere ich jetzt die 500. Jetzt habe ich keinerlei Druck. Bin eine Winzigkeit besser als vorher. Und werde es doch hoffentlich jetzt mal schaffen, den Gegner zu legen. Ja, jetzt hat er mich von links erwischt. Ja. Aber wisst ihr, eigentlich so wichtig ist das hier vorne gar nicht. Denn die andere Drohne macht mich ja auch nochmal kaputt. Allerdings, jetzt habe ich so, also das war sensationell schlecht gelöst. Da bin ich mal sehr gespannt, ob ich überhaupt einen neuen Versuch gestartet bekomme. Das war nicht gut. Komm, jetzt nochmal.
Ach nee, es kommt eher hier schon. Das muss ja auch nicht sein. Schade. Aber egal. So. Lassen wir uns mal heilen. Und wie gesagt, jetzt wird mein Versuch sein, um ihn rumzukreisen, aber vor seinem Hintern mich zu hüten. Der Hintern hat mich nämlich schon beim allerersten Versuch gekillt. Ja, wenn man Zeit hat, ist das natürlich das Beste und das brauche ich, wenn ich kurzfristig überleben muss. So, jetzt schauen wir mal. Mir ist scheiße. Ja, apropos. Und jetzt macht er sofort den nächsten Angriff. Das ist unangenehm. Ah, Mist. Das hätte es echt nicht sein müssen, Leute. Noch überhaupt keinen Schaden gemacht. Das wird nicht meine Runde werden. Und jetzt komme ich hier nicht durch. Ist auch super. Aber jetzt. Und jetzt komm, wegbleiben. Weil ich glaube, er startet das wirklich nicht, wenn er mich nicht sehen kann. Ich muss nur vor dem Todeshintern aufpassen. Ja, ja. Also vielleicht macht er noch irgendwas Fieses, aber... Ja, ja, das war jetzt der Todeshintern. Der mich aber nicht groß... Ah, ja, jetzt kommt er von der anderen Seite. Schnell weg. Er darf mich nicht sehen. Ja, ja. Ja, wenn man es einmal weiß, gell. Ich würde mal vermuten, dass ich es jetzt ganz gut hinkriege. Nee, bleib an ihm dran. Jung, bleib an ihm dran. Genau. Wenn er vermutet, dass ich hinter ihm bin, ja, das ist echt jetzt zu schaffen. Ich muss nur... Genau. Bleib weg vom Hintern. Und lass ihn dich nicht sehen. Weg, 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 weg vom Hintern! Das ist der Hintern des unrühmlichen Todes. Jetzt macht er was anderes. Nee, es wäre der Hintern. Und ich war so blöd und bin reingelaufen. Nicht zu fassen. Ich meine, der Hintern hat halt eine relativ große Reichweite. Jetzt muss ich weg, sonst bin ich tot. Hat eine relativ große Reichweite. Weg, weg, weg vom Hintern! So. Weg vom Hintern? Jetzt habe ich es gerade noch geschafft. Jetzt musst du weg, weg, sonst hat er dich. Ja, jetzt. Weg vom Hintern bleiben, immer weg vom Hintern bleiben. Bleib weg vom Hintern. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach. Puh. Aber es sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? So, dann. Also ich habe ihm noch nicht viel Schaden gemacht, aber... Ein bisschen obskur. Jetzt sieht er mich gerade gar nicht. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, ich soll direkt seinen Pöterich schlagen. Ich weiß nicht, was gerade los ist, Leute, aber ich hätte ihm doch davon viel mehr... Ah, weg! 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 Ich hätte ihm doch da schon viel mehr Schaden machen müssen. Ich hatte gerade das Gefühl, da ist ein echter Bug, dass ich ihn nicht mehr treffen kann. Und das ist schade, weil jetzt hat sich aus einer sehr guten, überlegenen Situation, hat sich wieder so eine Kacksituation, wo er nur auf mich lauert, entwickelt. Na komm. Jetzt komme ich hier nicht weg. So, jetzt. So, genau hier drauf. Nee, bleib an ihm dran. Jetzt furzt er wieder hier und danach macht er das hier. Aber danach hau ich einfach zweimal zu. Oder dreimal. Genau. Ich muss an seinen Hintern, an den echten Hintern. Ja, ja, genau. Der Hintern ist verwundbar. Und das ist verwundbar, wenn ich mal treffen würde. Oh, jetzt wird es schwer, weil ich jetzt zu lange gewartet habe. So. Ja, wenn es so schon anfängt. Weg, 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 weg. Ja, beeindruckt uns nicht hier.
Ach so, hier mache ich einfach gar keinen Schaden. Jetzt Achtung, hinsetzen. Jetzt kommt das. Leute, ich tag's ungern, aber irgendwie mein anfängliches Mojo hat sich jetzt irgendwie verflüchtigt. Ich weiß nicht. Ich dachte beim zweiten Versuch, den machst du. Und jetzt bin ich hier schon eine ganze Folge irgendwie, eine überlange Folge demnächst. Ja, das ist doch ein gutes Omen. Einen Versuch mache ich auf jeden Fall noch. Eine Dreiviertelstunde müsste ich jetzt gespielt haben. Es kommt er. Und noch einen schneller, dann habe ich ihn. Also so gut war ich noch nie im Auftakt. Und jetzt habe ich sogar noch die Waffenfähigkeit erhöht. Nicht schlecht, hä? Gut. Also an sich war meine Strategie nicht schlecht. Ich müsste noch ein bisschen präziser ausführen. Aber guck mal, was macht man denn hier zum Beispiel? Wenn er einfach sofort auf einen losgeht, was soll ich denn da machen? Ich musste erstmal überhaupt an ihn rankommen. Und jetzt bin ich in den scheiß See fast gefallen. So, aber jetzt. Jetzt steht er ein bisschen anders mit seinem Hintern. Vielleicht ist das ja vorteilhafter für mich dieses Mal. Jetzt, nee, bleib weg. Jetzt macht er einen Hinsetzer, genau. Okay, das erkenne ich jetzt. Na, eigentlich, also ich habe so das Gefühl, da kann gar nichts schief gehen. Aber es geht so viel schief. Jetzt, okay, da war ich allerdings auch, muss ich ehrlicherweise sagen, der Meinung, dass mir das gar nicht passieren kann. Also wenn er mich nicht sieht, das war meine falsche Überzeugung. Gut, dann haben wir diesen Fehler und dann noch durch den See gedappt. Okay. Wisst ihr, was mich am meisten stört? Dass ich hier keine Beschriftung kriege, was ich anvisiere. Weil wenn ich das wüsste, was ist denn das? Ach so, das habe ich noch, das muss ich auch einsetzen, diesen Schadensverstärker. Jetzt warte mal, warum habe ich zu wenig Energie? Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Weg. Das, ja, super. Super. Ganz toll gemacht, Jörg. Muss dich loben, wie fantastisch du das gemacht hast. Nein, jetzt macht er das wieder. Und im Nachsetzen. Wie unangenehm, wie äußerst unangenehm. Komm, bleib dran. Dicht an mir dranbleiben, dann macht er, glaube ich, das nicht mit ihm. So, und an ihm dranbleiben und immer wieder drauf. Weg, weg jetzt, sonst trifft er dich. Ich glaube, das verlangsamt nur, das schädigt nicht. Ja, komm, jetzt schaffe ich es doch. Das war eine schwere Tötung, aber ich habe es geschafft.
Ich möchte aber behaupten, ich würde es jetzt schneller wieder schaffen, weil der Trick ist, immer an ihm dran zu bleiben. Und eigentlich, naja, was war das jetzt eigentlich? 3400 Altmetall, nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, ich habe noch Zuseher da draußen. Ich glaube, ich war sehr schlecht, ehrlich gesagt. Naja, gut. Dass jetzt dieses Altmetall hier ist, auch noch eine Sackgasse, das war ein optionaler Gegner offensichtlich, nicht riskieren möchte, ist klar. Und dass ich nach dieser nervlichen Anstrengung mein Glück hier noch versuchen werde, ist euch hoffentlich auch klar, oder? Das ist ein bisschen Abreaktion, wisst ihr? Die können nichts dafür, aber ich muss jetzt so denen zeigen, wo der Haken hängt und dass ich eigentlich doch das ganz gut spielen kann. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann hier mal versuchen, ob ich mittlerweile vielleicht doch gnädigerweise. Hallo. Ich versuche mal das Bein abzuhacken, wenn er kommt. Der ist jetzt schon so langsam, dass man sich fürchtet. Jetzt sind wir aneinander vorbeigesprungen, auch lustig. Ah, ich kann ihm auch. Ah, jetzt komme ich mit. Jetzt komme ich. Ich habe gerade was Neues. Oh, ich habe gerade festgestellt, dass ich noch nicht ganz hier allein bin. Ich habe gerade gelernt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, auch ab und zu mal auf die Beine drauf zu hauen. Ja, da kriege ich nämlich die Beinmodule. Schema freigeschaltet. Irgendjemand ist hier. Ach, das ist der da hinten. Okay, dann gucke ich jetzt nur noch mal kurz, ob ich es vielleicht schaffe, den Brustpanzer abzugraden. Denn das hat mir gefehlt, um mein Licht einschalten zu können an der Stelle, wo ich dann in der nächsten, in der vierten Folge hin möchte mit euch zusammen. Und jetzt habe ich einen Absturz, oder? Oh. Oh. Meine Nerven. Das habt ihr sicherlich jetzt auch im Video so. Meine Nerven. Gut. Achso, nee, hier muss ich hin. Okay. Ah, ich kann zerstörte Teile wiederverwenden, oder? Ich habe es nicht ganz kapiert. Aber ich möchte jetzt so ein Brustmodul bauen. Aber ich habe noch nicht mal das Schema dafür gefunden. Nee, es sieht mit den Zutaten immer noch schlecht aus. Aber jetzt wartet mal, kann ich vielleicht in meinem Inventar. Was ist denn eigentlich der Organizer? Ach, das sind so die Sachen, die ich gefunden habe. Questgegenstände. Quest habe ich bislang noch nicht erhabt. Komponenten. Verbrauchsgegenstände. Ja gut, das kann ich. Ja. Soll ich das? Ja Gott. Zerstörte Teile. Den kann ich auch irgendwas machen. Aber was mache ich denn mit überzähligem Zeug? Das wartet mal. Ne, ins Inventar. Kann ich die zum Beispiel irgendwie recyceln? Anscheinend nicht. Ne, da kann ich jetzt nicht viel machen, aber natürlich kann ich mich ein bisschen steigern noch, bevor wir ins Bettchen gehen. So, lass mich mal überlegen, ob 25 kriege ich ein neues Implantat, aber irgendwann reicht mir dann auch die Kernenergie wahrscheinlich nicht mehr aus. Ich gehe jetzt mal auf 22 und spare mir ein bisschen was. Und dann. Ja.
verabschiede ich mich nach einer sehr emotionalen, aber letzten Endes doch gar nicht mal so erfolglosen Folge. Bye, bye.